Eine neue Woche, das Leichteren-Leben steht an, zu der ich Sie wie immer ganz herzlich begrüße. Und ich verspreche Ihnen auch heute wieder eine Stunde pure Unterhaltung. Und das liegt vor allem an ihm, an unserem heutigen Gast. Es ist Martin Krebs nämlich. Er tourt gerade, beziehungsweise tourt jetzt im Moment nicht, sondern jetzt seid ihr gerade sesshaft geworden in Berlin. Und zwar mit einem wirklich tollen Musical. Da geht es um das Leben einer ganz großen Persönlichkeit, um das Leben von Tina Turner nämlich. Und da spielst du eine große Rolle. Du bist eigentlich Moderator, du bist Schauspieler, aber du bist etwas, was es heutzutage ja fast gar nicht mehr gibt, nämlich ein Entertainer. Und da gehört ganz, ganz viel dazu. Wie so deine Arbeit aussieht und warum Träume in deinem Leben so eine große Rolle spielen, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Aber Martin ist nicht der Einzige, der heute zu Gast ist. Nein, freuen Sie sich auf diese Woche, denn sie ist in the house, unsere Gabriele Iazetta, mit ihren schönen Produkten und ihren vor allem sehr, sehr schönen Astro-TV-Preisen. Heute bringt sie das Glück zu Ihnen nach Hause, in welcher Form, das verrät sie uns. Und Christoph Hensch, den haben Sie glücklich gemacht, denn der war ja vor einer gewissen Zeit mal kurz bei uns zu Gast und hat über den kleinen Aiden geredet, den Aiden, den leider Gottes seine Krankheit betroffen hat. Und da ging es darum, dass Geld gesammelt werden sollte, dass wir eine Spendenaktion, er bzw. diese Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Und da ist einiges passiert und was da so passiert ist, da will er uns noch mal danken und vor allem auch noch mal aufmerksam machen. Jetzt aber erstmal Martin. Das ist so lustig. Denn alle schimpfen ja manchmal über diese ganzen Social-Media-Kanäle. Aber man lernt doch auch in diesen sozialen Netzwerken interessante Menschen kennen. Und wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt. So ist es. Dann habe ich dich mal ein bisschen gegoogelt und dann habe ich mir gedacht, der macht ganz interessante Sachen, der Typ. Der spielt gerade ein Musical, in einem Musical mit von einer Frau, die ich wirklich so sehr verehre, Tina Turner. Ja. Da bist du gerade so der Gastgeber und im Moment noch in Berlin. Der Moderator eben auch in der Show und auch der Manager quasi, der Roger Davis war ja ihr Manager oder ja, und den verkörper ich auf der Bühne. Und wir sind jetzt bis zum 28.07. noch hier im Estrel Hotel Berlin und dann geht's ab Dezember auf Tour. Ja, es ist immer jeden Abend toll, diese Musik zu hören, diese kraftvolle Musik und das ist die Geschichte auch dieser Frau, die so beeindruckend ist, die einem selbst auch Kraft gibt. Es ist beeindruckend. Absolute Powerfrau. Du hast ja sogar so eine kleine, man kann fast schon sagen, Begegnung mit ihr gehabt. Ja, wir haben in Zürich gespielt und ein Tag war so Day Off und ich dachte, okay, du gehst heute mal so ein bisschen raus in Zürich. Da war aber so ein Volksfest, da wollte ich die vielen Leute nicht, das war mir alles zu viel. Da dachte ich so, okay, gehst du Zürich sehen, ein bisschen linke Hand, ein bisschen runter, 5 Kilometer gelaufen. Irgendwann merkte ich so, jetzt könnte ein Kaffee wäre ganz gut oder so, vielleicht so ein Schokoriegel oder so, ist ja in der Schweiz immer lecker, Schokolade. Und dann komme ich in so einen Shop rein, in Küssnacht und höre We Don't Need Another Hero und ich dachte, oh, das ist Tina Turner, wie toll ist das denn? Und sagt das noch laut. Da sagt die Verkäuferin, ja, das ist die Frau Turner, die war vor 3 Stunden erst hier. Ich sage, jetzt ist aber gleich genug hier. Wieso? Wohnt sie hier? Ja, sie wohnt hier und so weiter. Und dann hat sie mich dahin gelotst, wo sie wohnt und ich bin einmal am Haus vorbei, also am Anwesen vorbeigelaufen und dann dachte ich, jetzt setzt du dich an Zürichsee und genießt so Good Vibes und hörst Musik von Tina Turner und bist so 50 Meter Luftlinie vom Garten entfernt und sitzt einfach nur am Zürichsee und hast den Sonnenuntergang. Und spürst ihre Energie. Ja, das war so toll, weil man das jeden Abend auf der Bühne auch hat, die Story. Und dann ist man nicht weit ab entfernt und dann denkt man so, oh, wie toll ist das gerade, was ich erleben darf. Mhm. Ja. Schauspieler. Moderator, mit den Begriffen kann ja jeder was anfangen. Der Begriff Entertainer, der ist ja fast schon ein bisschen ausgestorben, oder? Absolut, ja. Ich finde es wichtig, heutzutage Entertainer ist so ein Ding. Es schimpfen sich ja heute viele Entertainer, aber ich finde, da gehört Schauspiel, Moderation, Tanzen, Singen, da gehört eine Menge dazu. Die Vielseitigkeit sicherlich. Harald Junke, finde ich, ist der Entertainer, der letzte Entertainer, den wir so eigentlich noch so kennen, oder? Richtig. Ich bin auch sehr vorsichtig mit dem Ausdruck Entertainer, weil Gisela May hat mich in diesen Beruf gebracht, die große Brecht-May, und ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Feld. Ich habe Koch, Hotelfachmann, Patissier gelernt und dann kam ich über Umwege durch Gisela May in diesen Job rein und sie sagte, diese Vielseitigkeit, die ich so mitbringe, das sind die Entertainer von früher, was die eben auf der Bühne gemacht haben. Und ich finde, gerade wenn man auf der Bühne steht, die Karte ist so ein
Okay, heute sagt man, nimm was in die Hand, dann hast du was und hältst es. Ja, ich mag es gern aus dem Bauch raus zu moderieren und einfach so dicht am Publikum zu sein. Und als würden wir jetzt, so wie wir gerade sitzen oder an der Bar, dass man mit den Leuten einfach spricht und das ist einfach ohne irgendwelche Verkrampfung daherkommt. Es ist natürlich auch nochmal was anderes, auf der großen Bühne mit dem Publikum zu arbeiten, ja, als jetzt hier in so einem leeren Fernsehstudio zu sitzen. Du hast natürlich auch sofort eine Reaktion, du gehst natürlich auch sofort mit den Leuten um. Ja. Jetzt ist es aber ja in so einem Musicalstück immer so ein fester Text, aber trotz alledem hat es schon auch da was mit Energien zu tun, oder? Absolut. Ich habe das Glück und darf das machen, ins Publikum zu gehen. Nach der Pause ist dann der zweite Teil und dann komme ich durchs Publikum und habe so einen kleinen Smalltalk auch mit den Gästen und das ist einfach toll. So muss man auch können, glaube ich, dass man unverkrampft daran geht, auch so ein Smalltalk und so weiter. Und dann kommt der Text aber, er kommt aber natürlich. Das finde ich wahnsinnig wichtig und das habe ich auch so gelernt, ich sag mal so, diesen Oberbegriff so Diven, also haben wir heute auch nicht mehr. Und Gisela May ist für mich eine, die was bewegt hat, die mir auch sofort so ein bisschen gleich auch mit auf den Weg gegeben hat. Leg das ab. Also natürlich zu sprechen auf jeden Fall, aber dieses Gekünstelte, leg das sofort ab. Das will keiner hören auf der Bühne. Du sollst natürlich sein, dafür kommen die Leute. Hm. Die wollen, das soll ja auch, eigentlich müsste es Schaufühlen heißen und nicht Schauspielen. Hm. Finde ich wahnsinnig wichtig, weil das ist entscheidend. Ja, und man braucht natürlich schon auch diese Leidenschaft, man braucht diese Lust, man braucht auch die gewisse Ausstrahlung, um nicht unterzugehen, gerade in dieser Masse nicht unterzugehen, denn es ist der große Traum von vielen, natürlich auf den großen Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen. Jetzt bist du eher zufällig da reingeschlittert, also der Gedanke aber, dass du das machen wolltest, der war schon immer in dir? Na, ich wollte von klein auf Zirkusdirektor werden und nichts anderes ist es ja auch. Es ist ja auch wie ein Zirkus, nur nochmal anders. Aber es schlummerte immer mit schon. Mit schlimmeren drin. Affen, die man bändigen muss. Aber es ist wirklich so, Träume daran festzuhalten, das zu leben. Ich hätte es mir nie vorstellen können, als ich 10 war oder 12, dass es irgendwo in die Richtung geht, dass ich das wirklich machen darf. Und dann kam erst mal, wie die Eltern immer so sind, mach was Bodenständiges, brotlose Kunst, bloß nicht. Und dann habe ich eine Benefizveranstaltung mal organisiert und hatte gedacht, okay, ein Promi wäre gut. Das war zugunsten des Weißen Rings und hatte Gisela May eingeladen. Sie kam dann auch 3 Tage, also ich hatte mit dem Management telefoniert, ach, wo die hin? Nein, da kommt sie nicht. Wir sprechen von Gisela May, sie wird nicht kommen. Und dann rief sie an. Hier ist Gisela May und ich komme, wenn Sie Suppe haben, haben Sie Suppe da? Ich sage, oh, wenn es das nur ist, dass Suppe da ist, dann haben wir die auch da. Dann können Sie kommen. Dann kam sie, ich habe das Grußwort ans Publikum gerichtet und dann stand sie hinter der Bühne und hat mich beobachtet. Und dann kam nur so ein, nach der Show, nach erfolgreichen Autogrammstunden etc., kam sie dann so durchdringlich durch die, aus der Garderobe raus. Der Martin muss in meine Garderobe kommen. Ich dachte, oh, ist irgendwas passiert? Gibt Ärger. Was machen Sie beruflich? Ich sage, jetzt Gastronomie, das sollten Sie strikt lassen. Sie werden Schauspieler. Und dann ging das wirklich. 2 Monate später habe ich angefangen, hier in Berlin mein Schauspielstudium aufzunehmen. Und Valentin Plattaiano, dieses Jahr auch verstorben, der Vater von Alexandra Maria Lara, war mein Mentor. Und zusammen mit Gisela und mit ihm war das einfach so eine tolle Prägung. Mhm. Und da bin ich echt wahnsinnig dankbar, weil das heute, in heutiger Zeit, noch klassische Sachen mit reinzubringen und nicht nur sagen, ich bin Schauspieler, da gehört mehr dazu. Mhm. Es gehört natürlich auch Mut dazu, neue Wege zu gehen, seine Träume dann auch wahr werden zu lassen, seine Träume zu leben. Du hast gerade natürlich auch ein paar Namen angesprochen, die dich dabei unterstützt haben. Das heißt, zur richtigen Stelle, am richtigen Ort, sollte man vielleicht auch sein. Glück gehört auch ein bisschen dazu. Absolut. Aber es ist trotzdem ganz schön, dass Träume auch wahr werden können. Wir werden uns gleich natürlich auch noch ein bisschen über die Träumereien unterhalten, was du vielleicht sonst noch so für Träume hast, was so auf dich noch zukommen wird. Und du hast Benefizveranstaltungen schon angesprochen. Da ist dir auch eines sehr, sehr wichtig, nämlich auch eine Vereinigung zu unterstützen. Um was es da geht, darüber werden wir uns auch gleich unterhalten. Passt übrigens sehr gut zu Christoph Hensch, denn dem war eine Spendenaktion auch ganz wichtig, über die wir gleich noch reden werden. Jetzt können Sie sich aber freuen. Wir haben uns gedacht, wenn Martin bei uns ist, dann ist es mal so ein bisschen
wieder promimäßig gut gefüllt. Und dann wollen wir auch mal zu den Promis gucken. Und da stellen wir Ihnen heute ein wunderbares Buch vor von Frank Gerdes, der auch bei uns schon zu Gast war, ehemaliger Journalist, jetzt mittlerweile Autor und Gartenliebhaber. Der hat beides miteinander kombiniert und hat nämlich ein Buch draus gemacht. Seine schönen Leidenschaften in Sachen Garten, vereint mit tollen Interviews der verschiedensten Prominenten, unter anderem Prinz Charles, Jutta Speidel und Dagmar Koller, sind in diesem Buch enthalten. Und das können Sie gewinnen. Sehr unterhaltsam geschrieben und der ein oder andere Kartentipp ist auch noch dabei. Allerdings wie immer verbunden mit einer wahnsinnig schwierigen Frage. Wir wollen heute von Ihnen wissen, der Martenkrebs, ist es A, ein Krabbenfischer oder B, ein Schauspieler? Unter den bekannten Telefonnummern, wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind wir für Sie zu erreichen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil kann es auch teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein und alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Der Christoph im Studio, gerade eben ja noch für unsere AstroTV-Zuschauer da. Heute auch nochmal mit einer besonderen Aktion, später zu sehen. Genau. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Aber, und das finde ich ganz schön, du hast gesagt, ich würde gerne nochmal kommen, weil ich möchte Danke sagen. Ja. Du warst vor, ich weiß gar nicht, wie lange. Zwei Monaten ja. hier und hast über den kleinen Aiden gesprochen. Ja. Und hast gesagt, das wäre toll, wenn unsere Zuschauer da ein bisschen unterstützen würden. Ja, und ich bin mega dankbar. Ich soll auch von der Familie und auch von den Eltern ein ganz großes Dankeschön sagen. Es sind über 700 Euro von den Zuschauerinnen und Zuschauern von Leicht dein Leben zusammengekommen. Also unglaublich großes Dankeschön. Da kriege ich ja fast ein bisschen Gänsehaut, ja. Aber ich finde das auch wirklich eine ganz schöne Aktion, dass in diesen Zeiten, in denen wir heute leben, Menschen einfach auch noch gerne geben. Und ein ganz großes Dankeschön natürlich an Sie zu Hause, die gesagt haben, die Geschichte, die hat bewegt, die Geschichte. Mhm. Ja, die hat uns auch zum Nachdenken gebracht. Erzähl ja. noch mal ganz kurz, um wen ging es denn? Also es sind Freunde von uns, das ist der Aiden, das ist ein 3-jähriger Junge, er wird jetzt dieses Jahr 3 Jahre und er hatte ungeklärte Komplikationen bei der Geburt. Er hatte einen Sauerstoffmangel und dadurch ist das Hirn- und zentrale Nervensystem geschädigt. Er hat eine natürliche Epilepsie und schwere Bewegungsstörungen und das Problem ist einfach, wird als angeborene Behinderung bezeichnet und es wird nicht mehr als Unfall akzeptiert, was es eben bei der Geburt aber war. Und dadurch bekommt er keine Unterstützung von den Ämtern. Die haben jetzt, die Eltern pflegen das Kind selbst, es sind gute Freunde von uns. Und das Problem ist einfach, dass sie in einem Mietshaus jetzt noch sind, was eben auf mehreren Etagen ist und sich dadurch einfach nicht frei entfalten kann. Die Pflege kann nicht richtig gemacht werden, die Ergotherapie, die ganzen Bewegungsübungen. Und jetzt haben sie vor 2 Monaten endlich mit dem Hausbau anfangen können. Sieht sehr, sehr gut aus, dass sie bis Ende des Jahres in ihren eigenen Räumlichkeiten drin sind. Jetzt kam wieder, gerade hat sie mir letzte Woche erzählt, von Kindergarten, wo er ist, eine Spendenaktion von 2000 Euro wieder. Also auch wirklich, es wird bei uns im Umkreis viel für ihn gemacht. Der Bürgermeister setzt sich inzwischen sehr ein, die Kindergärten setzen sich ein. Und ich habe es gesagt, es kam über Leichter Leben auch noch Hilfe und Unterstützung beim Malern, beim Renovieren haben welche E-Mails geschrieben, wo auch die Zuschauer gesagt haben, wir kommen vorbei, wir helfen. Es muss nicht immer Geld sein. Wir Nein. hatten das letzte Mal ja auch schon und die Mama war ja auch live mit zugeschaltet und hat es auch selbst vorgestellt. Es muss nicht Geld sein. Jetzt kam zum Beispiel auch wieder, dass eine Firma gesagt hat, wir bauen eine behindertengerechte Tür ein, eine Schiebetür, dass die raus in den Garten können, ohne eben mit einer Balkontür normal, sondern wirklich groß, dass der Balkon, und das wird gratis gemacht. Und das sind unglaubliche Dankbarkeiten. Es ist eigentlich Zeit, ne? Das kostbarste Gut unserer Zeit oder auf der Welt. Und wenn man da ein bisschen was auch noch hergeben kann, dann, dann spielt Geld oftmals überhaupt gar keine Nein. Rolle. Aber trotzdem ist es auch was Schönes, dass unsere Zuschauer so spendabel waren und dass sie sich auch so engagieren für die guten Sachen. Ja. Und dann muss man auch wieder sagen, es ist ja toll, dass es Formate gibt, dass es Sendungen gibt, wo man eben aufmerksam macht und wo wir einfach sagen, nicht nur zu Weihnachten ein großes Herz zu zeigen, sondern generell ab und zu mal hinzugucken. Ich muss immer wieder sagen, ich bin dankbar in Leichter Leben, dass ich das hier mal so ein bisschen erzählen durfte und dass da natürlich auch die Zuschauer so drauf reagiert haben. Das ist ein riesengroßes Dankeschön und auch eine riesengroße Hilfe gewesen. Und von der Mama und auch vom Papa, vom Sebastian und von der Stefanie, riesengroßes Dankeschön kann ich immer wieder nur sagen. Ja, aber deswegen finde ich das auch so schön, mein lieber
lieber Christoph, dass du dann gesagt hast, du möchtest heute hierher kommen und einfach nochmal Danke sagen, ja. Denn das hat sich wirklich gelohnt und das ist eine schöne, schöne Geschichte. Als Lebensberater kriegst du das ja wahrscheinlich eh auch mit, dass wir in diesem Wandel sind, dass wir mittlerweile wirklich auch ein bisschen wieder mehr an Wertschätzung, Achtsamkeit, ja, an einem guten Miteinander umgehen und Kontakt lernen. Kontakt ist ja heutzutage alles. Also man merkt es ja immer wieder, Connections sind das, was uns hilft, was uns auch unterstützt. Und wenn ich eine Wertschätzung einem Menschen gegenüber bringe, bekomme ich ja auch diese Wertschätzung einfach wieder zurück. Wie sagt man immer so schön, wie es in den Wald hineinschallt, schallt es auch wieder zurück. Und das ist auch ein Motto, nach dem viel, viel mehr Menschen auch inzwischen wieder leben, weil sie einfach auch die Reflexion einfach wahrnehmen. Ja, es ist ein gutes Zeichen unserer Zeit, dass wir wieder mal hingucken und dass wir auch wieder zueinander stehen und auch Mitgefühl zeigen. Ja. Ganz interessant ist auch wirklich, dass Sie jetzt wieder gesagt haben, es war eine Woche Stillstand mal mit den Überweisungen und dann kam über YouTube, die haben so richtig reingeschrieben, dass Sie das im YouTube gesehen haben über euren Kanal und dann kam davon noch meine Spende auch wieder mit hinein. Also ich finde es wunderbar. Ich kann es immer wieder nur so sagen. Gut, dass du den YouTube-Kanal nochmal angesprochen hast, denn da sind wir natürlich auch immer noch zu sehen. Ist ja auch so ein neues Medium, das man auch nutzen kann. Das bedeutet, wenn Sie mal eine Sendung Leichter Leben verpassen sollten, dann müssen Sie nicht traurig sein, denn all unsere Sendungen werden eben in unserer Leichter Leben Fan-Mediathek hochgeladen. Da kann man sich zum Beispiel auch die Folge von dem kleinen Einen nochmal anhören oder reingucken und weiterhin natürlich helfen. Du hältst uns auf dem Laufenden, wie auf so jeden die Pläne Fall. Ja. sind. Sobald das Haus fertig ist, werde ich vielleicht auch mal Bilder mitbringen, wie es aktuell geworden ist, wo Sie das Geld auch mit eingesetzt haben. Ich habe eben gerade gesehen, es wird sogar auch unten gerade nochmal die Kontonummer auch eingeblendet. Also jede kleine Spende hilft auf jeden Fall. Es ist bei so einem Kind nie zu viel zu geben. Man kann das geben, was man möchte. Man kann Hilfe geben, man kann E-Mails schreiben, man kann sich an mich gerne auch wenden, wenn man irgendwie Kontakt herstellen will. Wir freuen uns über jede Hilfe. Absolut. Und wie wir es damals auch schon gesagt haben, Kleinvieh macht ja auch ganz oft Mist. Klar. Und das sind manchmal auch die kleinen Beträge, die helfen. Aber das Schöne ist, dass wir eben alle mittlerweile wieder hingucken und nicht weggucken. Aber das ist schön. Das hat sich wirklich auch, finde ich, erst in diesem Jahr so richtig auch entfaltet, dass wir wirklich auch wieder auf andere Menschen auch schauen, dass wir probieren, irgendwo jeden so ein bisschen zu unterstützen, mal einen Rat zu geben, mal eine Hilfe zu geben. Ja? Oder wenn man vielleicht ein Experte in etwas ist, auch mal zu unterstützen, vielleicht auch einfach nur eine Antwort weitergeben zu dürfen. Ich komme gleich nochmal zu dir, denn heute gibt es auch bei AstroTV nochmal was ganz, ganz Schönes, gemeinsam mit dem Christoph auch Hensch, so nämlich auch wieder ein kleines Dankeschön an die Zuschauer oder vielleicht auch ein klein wenig an Mut machen für alle die, die sich's noch nicht getraut haben. Um was es geht, darüber werden wir uns gleich jetzt unterhalten. Jetzt können Sie sich aber erstmal freuen über sehr, sehr viel Glück, das Sie nach Hause bekommen können und zwar in Form von wunderbaren Schmuckstücken und die hat natürlich niemand anderer mitgebracht als unsere Gabriele Iasetta mit ihrem intelligenten Schmuck. Es geht um die volle Kraft, um die volle Power des Glücks, kann man schon sagen. Denn das, was wir Ihnen heute präsentieren, das ist ein Powerring. Das ist ein richtiger Powerring, der ist nicht nur powergroß, sondern der hat auch ganz viel Glücksenergie dabei. Und wie er das macht er auf zwei oder sogar auf drei Varianten. Erstens einmal ist er natürlich mit meinem Design der Energiespirale, auf die Sie von meiner Reiki-Meisterin Glück gesendet bekommen in den Vollmondnächten. Aber dem nicht genug, sondern es sind auch innen, auf der Innenschiene ist das Wort Glück eingraviert, nach dem Prinzip von Masaru Emoto, der uns ja durch seine Wasserkristallfotografie gezeigt hat, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser und deswegen können wir unser Zellwasser sozusagen in Schwingung von Glück bringen und das Naturgesetz der Resonanz sagt ja, so wie wir schwingen, das, was wir aussenden, das ziehen wir wieder in unser Leben. Aber es gibt noch mehr dazu, zu diesem Ring, denn Sie wissen ja, dass ich seit 2 oder 3 Jahren mit dem Heilpraktiker Albert Ruch zusammenarbeite. Und der macht, wenn man gähnt bei ihm ist, so kleine Bachblütentropfen. Und zwar macht er die, indem er eben
So sind Bachblüten ja auch aufgebaut. Das sind kleine Fläschchen mit Wasser gefüllt und einen Tropfen Alkohol. Und dann werden diese Fläschchen in ein Gerät gestellt und es werden Frequenzen von Bachblüten auf diese Tropfen gebrannt. Und dasselbe, was man mit einer Flüssigkeit machen kann, kann man auch auf Schmuck brennen. Und bei ihm in seiner Praxis werden diese Ringe in dieses Gerät gelegt und dann werden Frequenzen, da gibt es ja sehr viele Bachblüten, die einem positiver stimmen, die einem in eine, die Endorphine, die Glückshormone, das alles ist darauf gebrannt. Und wenn Sie jetzt den Ring tragen, dann kommen Sie schon in diese Leichtigkeit, in diese Glücksschwingung hinein. Und wie Sie dann schwingen, das ist ja schon so eine Sache, das ziehen Sie auch in Ihr Leben, denn jeder kennt das. Bist du heute mit dem linken Fuß aufgestanden, dann ist das so, ein roter Faden zieht sich den ganzen Tag durch und man hat immer nur Pech. Oder man hat so eine Glücksphase und alles läuft einfach wie am Schnürchen. Das ist eine Energie, die wir in uns tragen, und wenn es gut läuft, sind wir aufgebaut und haben gleich wieder Glück. Und wenn es schlecht läuft, dann denkt man sich, das wird auch schief gehen, weil es unsere Schwingung ist, weil es unsere Frequenz ist. Und genau deswegen sollte man immer in der Glücksschwingung sein. Und das können Sie mit Hilfe dieses Rings, können Sie in diese Glücksschwingung hineinkommen. Und es ist auch wieder ein sehr, sehr hochwertiger Ring, das muss man auch sagen. Denn der wird wieder in der kleinen Silberschmiede in Österreich produziert, also keine Massenproduktion. Es ist wieder ein Fairtrade-Produkt. Es ist ein Produkt, das wirklich auch Liebe beinhaltet. Du kannst, und das sagst du auch immer wieder, ja kein spirituelles Schmuck verkaufen, wenn er eben nicht spirituell auch hergestellt wird. Mhm. Also keine Massenproduktion, da wird niemand ausgebeutet und trotz alledem zu wirklich fairen Preisen, denn es ist ganz, ganz hochwertiges Silber. Es ist Silber, das in Österreich hergestellt wird. Es ist ein österreichisches Produkt, und wenn man bei einem Juwelier einen Ring auch in dieser Größe, in dieser Stärke als Silberring, als Designerring erwerben möchte, da würde man auch bei 159 Euro wahrscheinlich noch nicht ankommen. Genau, denn das ist ja wirklich ein wirklich schwerer Ring, also das ist ein großer Ring, den man da trägt, und da ist natürlich auch sehr viel Silber enthalten, Sterling-Silber natürlich, in Österreich gefertigt. Wir haben verschiedene Größen. Dazu kann Sie natürlich jetzt unter dieser Telefonnummer mein Mitarbeiter, der Herr Gerhard, beraten. Auch zu allen anderen Produkten, die jetzt in dieser Woche in Aktion sind. Denn ich stelle diese Woche natürlich einige Produkte vor aus meiner Kollektion. Aber ich stelle auch viele Produkte nicht vor. Und die sind trotzdem diese Woche in Aktion. Immer wenn ich bei AstroTV bin, dann gibt es sehr viele meiner Produkte, die in Aktion sind, die kennt alle der Herr Gerhard, und mein Mitarbeiter, der jetzt unter dieser Telefonnummer erreichbar ist. Dazu sagen muss ich, wenn ein Freizeichen ist und Sie erreichen ihn gerade nicht, dann telefoniert er. Es ist leider so, dass dann trotzdem ein Freizeichen erscheint. Aber er ist bis 18 Uhr heute gut erreichbar. Und dann können Sie mit ihm plaudern und alles. Ein Wiener Schmäh, ein bisschen genießen. Der Herr Gerhard, das ist auch ein Frauenversteher. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und für alle die, die gerade in Wien unterwegs sind. Wien ist ja die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Zu Recht seit vielen, vielen Jahren ausgezeichnet, und es gibt natürlich viele Touristen, auch viele, die aus Deutschland anreisen, und es gibt mittlerweile wirklich viele, die in die Rankgasse 4 in deinen Laden nämlich kommen. Manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht um deinen Schmuck wirklich anzugucken, sondern ein bisschen mit dem Herrn Gerhard zu flirten, oder? Das kommt schon vor, Also der hat schon seine Fanbase aufgebaut. Aber ja, natürlich, wenn Sie in Wien sind, oder wenn Sie vorhaben, in diesem Sommer nach Wien zu reisen, dann in die U-Bahn-Station U3 einsteigen, Endstation Otterkring aussteigen, die Treppen rauf, und Sie stehen praktisch vor der Rankgasse. Und die Nummer 4, da ist mein Geschäft, und da kommen Sie gerne vorbei und schauen sich einmal um, was es da alles gibt. Fallen Sie einfach in die Arme vom Herrn Gerhard, der fängt Sie ganz weich auf. Und der freut sich natürlich, denn der Herr Gerhard, der weiß wirklich überall in deine Schmuckstücke Bescheid. Es gibt nämlich nicht nur den Glücksring, aber den haben wir uns heute ausgedacht, denn Glück ist natürlich etwas im Leben, was man, wir haben es gerade mit Martin ja auch schon besprochen, was man ab und zu natürlich auch braucht, um seine Träume manchmal auch zu verwirklichen. Auch,
jetzt habe ich das Glück verloren oder so, gibt es ja auch so Themen. Und man kann das Glück aber wieder ins Leben hineinziehen. Und das eben mit, da habe ich wirklich viele Komponenten zusammengepasst. Energie der Worte, Energieversendung und die Frequenzen, die sind zusammengepackt in diesem Paket, damit Sie Ihr Glück wieder ins Leben ziehen können. Das ist ein großer Ring, ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber es gibt auch kleine Ringe, die das Glück sozusagen anziehen. Da lassen Sie sich einfach von Herrn Gerhard beraten. Ja, der Ring ist nicht jedermanns Sache. Ja, aber ich jeder mag... Fraus Sache, ja, jeder Fraus Sache höchstens. Mann, glaube ich, das ist ja wie so ein Siegelring quasi. Ja. Der Siegel zum Glück, so kann man es auch wirklich benennen. 99 Euro, das ist der Preis. Und natürlich gibt es viele, viele andere schöne Produkte von Gabriele Iasetta. Die Beratung gibt es auch gebührenfrei, wie die Telefonnummer auch. Der Herr Gerhard ist jetzt zu erreichen. Wichtiger Hinweis, wenn Sie da jetzt anrufen und der Herr Gerhard geht jetzt nicht ans Telefon, obwohl es Freizeichen ist, dann liegt es daran, dass er gerade im Gespräch ist. Dann hat es wirklich einen technischen Grund. Also dann am besten die Nummer notieren, aufschreiben und es ein bisschen später nochmal probieren. Bis heute Abend, schätze ich mal, ist er wieder da. Ja, bis 18 Uhr, manchmal auch länger. Aber probieren Sie es einmal bis 18 Uhr. Da berät er Sie wirklich gerne. Und wie gesagt, auf jeden Fall immer nach Wien ist eine Reise wert, dann kommen Sie gerne auch in mein Geschäft vorbei. Und es gibt ganz viele, die das Juweliergeschäft von außen gesehen haben, angezogen wurden natürlich von den schönen Dingen, die du da präsentierst. Zum ersten Mal haben sie aber vom intelligenten Schmuck gehört und zum ersten Mal haben sie plötzlich auch gemerkt, dass es in Schmuckstücken schon auch positive Vibes, positive Energien gibt. Und jeder, der ein Schmuckstück von Gabriele Iasetta trägt, der wird es auch wissen, dass da so ein bisschen irgendwie was magisch ist, man kann es manchmal nicht erklären. Ja, manchmal treffen sich auch, gibt es auch magische Momente in meinem Geschäft. Letztens sind auch zwei deutsche Ehepaar, die sind gemeinsam in der U-Bahn gefahren, kannten sich aber nicht, aber sind gemeinsam zufällig in mein Geschäft zur gleichen Zeit gekommen. Ne? So passiert es auch und haben dann Freundschaft geschlossen. Also sowas kann auch passieren, ja. Wenn man Urlaub in Wien macht und zufällig bei mir, nein, nicht zufällig, vorbeikommt. Die Wiener und Wien, wie gesagt, immer eine Reise wert. Und in der Rangasse 4 vorbeizugucken, das ist es auch immer wert. Da können Sie nämlich wirklich die schönen Energien vom schönen Schmuck von Gabriele auf jeden Fall auch mal spüren und vor allem auch mal nutzen. 99 Euro, das ist der Preis jetzt für den Glücksring Sterling Silber mit den Glücksfrequenzen. Auch hier muss man sagen, der Ring wird ja dann eben auch nochmal vom Österreich wieder zurück nach Deutschland gebracht zum Heilpraktiker Albert Ruch, denn da kommen diese Ringe in ein Gerät und dann wird das wie auf eine CD auch, werden diese Frequenzen auf diese Ringe übertragen, also nicht mit Hand auflegen oder sonst dergleichen, sondern es ist wirklich ein technischer Vorgang, den man aber nicht erklären muss, sondern einfach nur die Wirkung spüren sollte. Ich finde, wir erklären manchmal Sachen zu... Man spürt es eh, wenn man den Ring aufzieht auf den Finger, kommt natürlich auch immer darauf an, wo möchte man seine Energien verstärken. Mittelfinger Reichtum und Erfolg, Ringfinger Emotionen. Genau, verabschieden Sie sich vom Pechvogel, werden Sie zum Glückspilz und holen Sie sich den Glücksring jetzt nach Hause, 99 Euro, unter der gebührenfreien Telefonnummer bis kurz 18. nach 18 Uhr sowas, können Sie den Herrn Gerhard erreichen. Ansonsten erreichen Sie uns ja wieder morgen um 11 bis 13 Uhr mit den schönen Sachen von Gabriele Iasetta. Und das Schöne ist, es sind nicht nur schöne Sachen, sondern es sind vor allem auch schöne Preise wieder für Sie. Also, bis dahin, Bussi und Baba. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen.
In jedem Menschen ist die Sonne, man muss sie nur zum Leuchten bringen. Was einst schon Sokrates erkannte, hat sich auch Rosemarie Fahle zur Herzens- und Lebensaufgabe gemacht. Mit Hilfe ihrer angeborenen Hellsicht, den Karten und ihrem umfangreichen Wissen in den Bereichen der Astrologie, der Karomanumerologie und spezieller lösungsorientierter Gesprächstechniken begleitet Rosemarie Sie auf Ihrem Weg und zeigt Ihnen zugleich, welche Potenziale in Ihnen schlummern. Lassen Sie sich von Rosemaries Herzlichkeit und Empathie überzeugen. Sie berät Sie gerne zu allen Fragen, die Sie bewegen. Um so sein Glück zu finden, muss man vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Martin Krebs ist bei uns. Er ist Moderator, er ist Schauspieler, er ist Entertainer. Als Entertainer gerade zu bewundern in Berlin, und zwar als Gastgeber, als Produzent von Tina Turner, so kann man schon so sagen, als Manager von Tina Turner. Denn ihr lasst sie, ihr blickt nochmal zurück auf ein wunderbares Leben von einer großartigen Künstlerin, die ja immer noch angesagt ist. Also das wird euch ja wahrscheinlich auch das Publikum zeigen. Oder? Ja, und ein großartiges Ensemble, nicht zu vergessen, also unsere Hauptdarstellerin Dorothea Coco-Fletcher, also alles im Ganzen ist ja immer eine Ensembleleistung, und das ist wirklich jeden Abend stark und Energie, die rüberkommt, die ja Energie, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Glück, Energie, was Glücksgefühle auslöst, wenn man so Publikum, dann die Leute hört, die Publikumsstimmen, das ist, das war so toll, und die Begeisterung, es ist einfach toll. Ja, aber es steckt dann. Glück ist schon auch etwas, was in deinem Leben geholfen hat, um die Träume wahr werden zu lassen. Es sind natürlich dann schon auch mal die richtigen Situationen. Gisela Mayer hast du gerade schon angesprochen, die dich da so in die richtige Richtung gepusht hat. Aber es sind natürlich schon auch Ziele, die man wahr werden lassen kann. Das heißt, ein bisschen Fleiß gehört da bestimmt auch noch dazu. Also die Gisela wird ja nicht so gemacht haben und plötzlich bist du zum Entertainer geworden. Nee, Fleiß gehört doch. Also da kann ich mich an eine kleine, wir haben ja wirklich viele Anekdoten. Ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe viel erlebt mit ihr und viel Lustiges auch. Und das habe ich in so ein kleines Programm verpackt, wird irgendwann auch nochmal auf der Bühne zu sehen sein, wo ich einfach nochmal erinnere. Und ich kann mich an eine, wenn wir die Zeit haben, eine kleine Geschichte erinnern. Unser erstes Gedicht, was wir zusammengearbeitet haben, war von Kurt Tucholsky, Das Ideal. Und sie sagte, wir hatten immer so ein Ritual, es gab erst Käsekuchen und Kräutertee. Und dann sagte sie, so, der Martin, wir gehen jetzt zusammen, ich muss mich heute mal hinlegen. Dann hat sie sich im Schlafzimmer hingelegt und ich musste mich ans Bett setzen, auf den Stuhl, und musste dann den Text machen. Wenn irgendeine falsche Betonung war, kam sie sofort hoch, sie hat ordentlich Bauchmuskel, kam sie hoch und das machen wir nochmal. Und das war, ich glaube, das waren 12 Strophen der Tucholsky, und das hat mich... Das war unser erstes Gedicht und das hat geprägt. Also wahnsinnig. Auch diesen Anspruch zu haben, heute noch mit dem Wort umzugehen, mit Sprache, was total wichtig ist. Das geht ja auch langsam mehr und mehr in eine andere Richtung. Und ich finde, das aufrechtzuerhalten ist wichtig. Na, ich freue mich, dass es noch Menschen gibt wie dich, die die Sprache noch so pflegen und die die Sprache auch noch so sprechen. Das ist ja heute manchmal eben auch nicht mehr der Fall, also auch in den sozialen Medien, leider Gottes. Aber Gott sei Dank wird es noch geprägt, und gerade wenn es als Moderator mit Arbeit verbunden ist oder natürlich auch ihr Bühnenschauspieler. Ihr seid ja auch ein bisschen anders als der klassische Fernsehschauspieler. Ja, das stimmt. Also Natürlichkeit ist für mich wahnsinnig wichtig, was auf der Bühne passieren muss, dass man natürlich ist und nicht gestellt daherkommt. Also diese natürliche Sprache, und das will ja das Publikum auch haben. Also es will ja nicht wenn es natürlich ein klassisches Stück ist, wo ich was im Versmaß bedienen muss, okay, dann ist es eine andere Nummer. Ein Shakespeare, den muss ich dann auch so ein bisschen daher getragen und diese Nummer. Aber wenn ich jetzt was Natürliches bringen muss, soll es auch natürlich sein. Ja, ich finde es wichtig. Ja, ja. Jetzt denkt man immer, naja, alle Schauspieler, die zieht es natürlich irgendwann mal zu Film, zu Fernsehen, weil da irgendwie der Bekanntheitsgrad natürlich noch viel, viel höher ist als bei euch Bühnenstars, die vielleicht ständig auf Tournee sind, die aber natürlich auch ihren Job da erfüllen und vielleicht manchmal mehr zu tun haben als so mancher Fernsehschauspieler. Ja, oder? Das kommt dazu. Klar, ist man heute schneller bekannt, wenn man in so einer Serie drin ist, aber man ist auch schnell verbrannt, finde ich. Ist ein ganz dünnes Eis, sage ich mal, aber es ist einfach heute so, weil wir haben so viel Medien, auch Internet, was alles so hochkommt. Und gerade ich habe
zum Anfang, als Instagram so richtig rausgeschossen kam, da habe ich gedacht, oh Gott, nee, also da machst du nicht mit. Ach, lass. So, jetzt bin ich aber auch irgendwie dabei. Ja, wir sind's. Und zwar recht aktiv. Oh, okay, ja, und bin auch irgendwie dabei. Und es ist dann auch so, man muss mit der Zeit gehen. Mhm. Und ich bin einfach noch so geprägt, auch durch Gisela, die sagte, ach, das und die alte Schule. Aber irgendwann muss man mit der Zeit gehen. Und das ist auch gut so. Und ich finde, was ich gerade, ich muss noch mal drauf einsteigen, auf diese Glücksnummer. Ich finde es total wichtig, wenn man diesen Grundbegriff Glück, wenn man sagt, ich bin schon hier auf Erden, ich darf hier sein, das ist das größte Glück eigentlich. Und daran schließt sich alles an. Und das ist, holt einen auch immer, für mich ist es wichtig zu sagen, ich darf, bin gesund, darf einen tollen Job auf der Bühne verrichten, bin glücklich und bin hier auf Erden. Hm. Das ist, that's it. Das ist das für mich Wichtigste. Hm. Ja, ich glaube, zu sich zu finden, und da hast du ja auch deine eigenen Methoden zu dir zu finden, die auch immer angesagter werden, obwohl sie ja eigentlich schon immer da waren und gerade auch bei den Schauspielern, gerade bei den Künstlern oft benutzt worden sind. Das sind die zur Ruhe kommenden Methoden, wie Meditation, wie Yoga, wo man wirklich auch mal so den ganzen Stress auch der Arbeit von sich werfen kann. Und du bist auch ein ganz großer Yoga-Fan, ne? Ja, also mache ich total gern. Ich habe auch so eine Yantra-Matte, die hat, glaube ich, Ursula Kafenmann mitgebracht und wurde hier wahnsinnig populär dann. Und das ist wie so ein kleines Nagelbrett aus Kunststoffnägeln. Und da legt man sich drauf und kann nach 10 Minuten wunderbar einschlafen. Wer nachts Probleme hat oder abends nicht in den Schlaf kommt, Werbung, aber ist es auf jeden Fall... Wir sind eine Dauerwerbesendung, okay. Wir können Werbung, können uns das erlauben, super, wir können das. Super, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Nummer. Und Yoga, ich habe jetzt Bikram-Yoga ausprobiert, das ist dieses Hot-Yoga, wahnsinnig effektiv für den Körper, man kommt runter, man schwitzt sehr viel, noch besser als in der Sauna, finde ich. Also ja, das ist eine gute Sache, um zu entschleunigen, was wahnsinnig wichtig ist. Ja, was so verrückt ist, was jetzt so ein neuer Trend geworden ist, wobei ich glaube, dass die Schauspieler früher schon auch viel, viel mehr mit diesen Methoden und auch viel, viel zugänglicher oftmals waren für ja auch so spirituelle Lebensweisheiten, die ja vielleicht vom Bankdirektor vor 20 Jahren noch belacht worden sind, der heute wahrscheinlich aber auch Yoga macht, oder? So sieht's aus. Ja, das gehört einfach jetzt zum Lifestyle, zum Leben dazu. Ich finde es wichtig. Mhm. Ich finde auch wichtig, in die Natur rauszugehen, und wahnsinnig wichtig, finde ich, und das ist so für die Seele wichtig, mich Menschen zu widmen. Zum Beispiel, ich gehe ins Hospiz wahnsinnig oft, wenn die Zeit es zulässt, und gerade an Weihnachten auch, dann ziehe ich mein Smoking an und besuche Hospize und mache dort ein Wunschkonzert. Für mich ist das wahnsinnig wichtig, weil es ist A, ein Riesengeschenk, hier auf Erden zu sein, und B, sollte man dann nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern öfter auch mal so eine Bereiche aufsuchen, wie Hospize zum Beispiel, und da mal hinzugehen. Mhm. Es ist wahnsinnig wichtig. Naja, dir ist es eh auch wichtig, hinzugucken. Ja. Wir werden uns gleich auch noch über eine Organisation, über einen Verein, ich weiß gar nicht, wie man es benennen möchte, unterhalten, für den du dich auch sehr stark einsetzt, und auch da bist du sowas wie ein Botschafter. Mhm. Auch da geht es um Menschen, denen es nicht so gut geht. Absolut, ja. Was es ganz genau ist, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten, und wie wir dich da natürlich auch bei der Arbeit unterstützen können, aber auch wie so deine weiteren Träume noch aussehen, die erfüllt werden sollen. Auch das wird ein Thema sein. Jetzt wollen wir sie aber erstmal auf den Laufenden bringen, Anfang der Woche. Da wissen Sie, da gucken wir immer auf unseren Mondkalender, denn der sagt uns ja auch ganz oft, an welchen Tagen was besser oder schlechter ist.
der Christoph ist heute nochmal mit einer Sonderaktion, einem Sonderformat bei Astro TV zu sehen. Wann startest du und wie vor geht's los? 20 Uhr und wir sagen Danke eigentlich letztendlich. Ne? Oh, 20 Uhr, ja, ja, wird Danke gesagt, nämlich mit einer gebührenfreien Telefonnummer. Das heißt, da bist du für unsere Questico-Kunden kostenfrei zu erreichen. Richtig, 60 Minuten lang können die mich komplett gratis anrufen. Ist für unsere Bestandskunden von Questico natürlich, für unseren Partner Questico, für die Menschen, die einfach sagen, jetzt habe ich mal probieren, jetzt will ich es mal probieren. Und vor allem aber auch für die, die es noch nie bei Questico vielleicht angerufen haben, noch nie ihr gratis Erstgespräch haben, die haben die Möglichkeit, sich erst ihre gratis Erstberatung abzuholen, 15 Minuten lang mit einem Top-Berater ihrer Wahl. Und dann haben sie immer noch die Möglichkeit, auch noch zu mir gratis ins Studio zu kommen. Mal neue Wege zu gehen, ne? Also es ist ja ganz häufig so, und das ist mir oft aufgefallen, dass Menschen erstmal Angst haben. Mhm. Angst haben, diesen ersten Schritt zu machen, diese Hürde zu nehmen, wenn sie es aber dann mal gemacht haben, einfach gesehen haben, dass es eigentlich ganz gut getan hat. Ich hatte jetzt die letzten 3 Tage immer gratis Erstberatung, auch hier live bei uns auf den Sendungen. Da kamen ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die gesagt haben, ich habe sie ja erst vorher die Stunde bewundert. Und dann habe ich gehört, jetzt kann ich gratis mit ihnen sprechen, aber ich habe mich nicht getraut. Und dann irgendwie hat sie sich doch getraut und hat gesagt, wow, das hat mir gut getan. Einfach mal wirklich mein Herz so ein bisschen zu öffnen, einfach mal den Menschen zuzuhören oder einfach mal mir zuhören zu lassen. Das ist ja wirklich ganz oft inzwischen so, dass einfach auch viele Menschen einfach nur noch reden wollen, dass sie jemanden mal brauchen, um auch mal so eine Unterstützung zu kriegen. Ja, und da merkt man natürlich auch, dass sich eure Art der Lebensberatung verändert hat. Also, dass es eben heute kein Kartenlegen mehr ist im herkömmlichen Sinn. Natürlich benutzt ihr immer noch eure Hilfsmittel, die vielleicht auch von dem einen oder anderen belächelt werden, der davon gar nicht zählt, aber das, was viel, viel wichtiger ist, ist ja gar nicht der Blick in die Karten, sondern ist der Blick in die Seele, das ist das Gespräch, das ist das Mut machen und den Menschen einfach ein bisschen Aufbauarbeit wiederzugeben. Mut machen zur Veränderung, einfach wirklich nicht nur sich mit den Dingen so zusammenzusetzen und zu sagen, ich bleibe auf dem Punkt stehen, sondern ich bin bereit, was zu verändern. Und das ist das, was unsere Beratungen inzwischen einfach ausmachen. Ja, jeder braucht ja so jemanden, der einem zur Seite steht. Gisela May war es jetzt im Falle von Martin Krebs, der vielleicht jetzt immer noch irgendwo in der Gastronomie tätig wäre, hätte man ihm nicht den richtigen Weg gewiesen. Oder hätte man auch sonst. Hätte man nicht irgendwann mal gesagt, komm, geh mal diese neue Wege, trau dich, weil du hast das Talent. Ja. In ganz vielen schlummert ja irgendwo ein Talent, aber es wird nicht nach vorne geholt. Das ist das Problem. Und gerade heutzutage müssen wir doch alle irgendwo, wir dürfen unsere Talente doch leben. Wir müssen sie doch nicht mehr verstecken. Und ich bin so dankbar, dass ich einfach mein Talent zu meinem Beruf machen durfte. Und das ist das Schönste, was es gibt. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen, das muss man sagen. Du bist jetzt auch hier mit Astro TV schon älter geworden. Ja. Also ein Büblein war das, als der hier angefangen hat. Du bist immer noch ein junger Mann. Dankeschön. Aber da warst du, glaube ich, 20 oder so und hast mir irgendwie schon was von der großen, weiten Welt erzählen wollen, aber nicht nur wollen, sondern du hast es getan, weil du auch mit deinen jungen 20 Jahren natürlich viel mitgemacht hast schon. Aber jetzt so in den letzten 9 Jahren, da hat sich in deinem Leben auch viel verändert. Das heißt, da ist natürlich noch mal ein Stückchen mehr Lebensweisheit dazugekommen, die du jetzt auch in deiner Arbeit gut einsetzen kannst. Und das sagen auch immer ganz, ganz viele, die mich auch schon von 9 Jahren noch im Fernsehen kennen und sagen, Christoph, was du aus dir gemacht hast, das ist eine Weiterentwicklung. Es ist viel Arbeit gewesen, aber es war eine humorvolle Arbeit. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich wollte mich weiterbilden, ich wollte neue Dinge lernen, ich wollte mich verbessern und genau das habe ich einfach auch erreicht. Zu dir zu stehen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, vor 20 Jahren hättest du oder vor 10 Jahren hättest du auch noch nicht so offen über deine Hochzeitsplanung geredet, wie du das heute machst. Denn, das war damals schon auch ein heikles Thema, über Homosexualität zu reden, darüber zu reden, dass man eben auch in seinem privaten Leben andere Wege geht. Und heute steht der junge Mann neben mir und sagt, nee, ich heirate. Ja. Und die ganze Welt soll es wissen. In 8 Wochen. 8 Wochen ist es soweit. Ja, und jeder findet es, glaube ich, gut, dass wir alle nicht stehen bleiben und dass wir eben nur mit Aufklärung, dass wir eben nur mit Vorbildern vielleicht, mit Menschen, die Mut machen, vorankommen und Dinge bewegen und ändern können. Ne? Ja, und das ist, glaube ich, auch, vielleicht ist es auch so ein Vorbild, auch mal zu sagen, hey, ich spreche zu über meine Liebe. Liebe ist doch was Tolles und jeder darf doch die Liebe leben, so wie er sie leben will. Ob Mann zu Frau, ob Frau zu Frau, ob Mann zu Mann, das ist doch heutzutage egal. Hauptsache wir lieben, Hauptsache wir leben und das ist, glaube ich, so
ein ganz wichtiges Ziel, was sich viele Menschen wieder setzen sollten. Und was sich auch in den letzten 20 Jahren echt gut geändert hat. Also wenn man heute gerade jetzt in der nächsten Zeit wieder in die großen Städte guckt, überall sind die Regenbogenflaggen gehisst. Warum? Weil die CSD-Zeit angebrochen ist. Mhm. Der Christopher Street Day wird gefeiert. Wir reden heute über ein schönes Miteinander, egal welches Geschlecht, egal wie man sich irgendwie zugeordnet fühlt. Hauptsache die Liebe, und das ist das Wichtigste im Leben, es verbindet uns alle miteinander. Genau. Der Regenbogen hat auch ein ganz großes Zeichen bei uns, bei unserer Hochzeit. Wird es auf jeden Fall auch eine Rolle mitspielen? Ich darf noch nicht so viel verraten, weil vielleicht schaut ja auch gerade einer mal zu. Und vor allem mein Verlobter, der darf ja nicht alles wissen. Der ist ja, der wird ja komplett überrascht. Weil du bist ja der Wedding-Planner. Ja, auch noch, inzwischen habe ich echt damit angefangen. Ja. Vielleicht danach mache ich ein Wedding-Büro. Sind wir voll vom herkömmlichen Thema weggekommen, nämlich von der Sondersendung heute, die stattfindet. Und was man wirklich nochmal erwähnen sollte, es ist wirklich ein ganz großes Dankeschön an Sie. Das heißt, eine Stunde können Sie als Questico-Bestandskunde den Christopher umsonst erreichen. Ist natürlich auch ein großer Andrang da, aber man kann es dementsprechend oft probieren, weil es kostet einen einfach keinen Cent. Nur ein bisschen Stunde Geduld mal. Vielleicht. Ja. Für all die anderen, die es noch nie probiert haben, die sollten es mal ausprobieren. Denn man kann sich komplett unverbindlich anmelden bei unserem Partner Questico. Dann hat man einmal die Chance, bei der nächsten Sonderaktion natürlich auch mitzumachen. Und man bekommt ein Probiergespräch, ein 15-minütiges Gratisgespräch mit seinem Berater, mit einem Berater seiner Wahl. Und kann es einfach mal testen, ob es einem was bringt oder nicht. Aber wenn man Dinge nicht probiert, wird man es nie herausfinden. Und vor allem 15 Minuten können wirklich lang sein. Und das können intensiv sein. Also man soll sich da auch wirklich mal die Zeit nehmen, sich vielleicht auch wirklich Gedanken machen, was man vielleicht auch mal wissen will, wenn man sich die Gratis-Erstberatung bei uns abholt. Und einfach mal ausprobieren. Ja. Und hier mit so einem sympathischen jungen Mann. Kann man doch gerne mal ein bisschen plaudern, oder? Würde ich mich freuen. Ja. Christoph, immer ein Vergnügen. Wie lange bist du denn in Berlin? Für einen Shop kannst du ja gerade nicht da sein, denn die Woche ist Gabriele, ihr Setterwoche. Ja. Und das ist mein Part. Ja, Sonntag war ich aber dran. Ansonsten bist du natürlich auch im AstroTV-Shop des Öfteren zu sehen. Jetzt allerdings eher als Berater. Genau, jetzt bin ich nur in der Live-Beratung heute noch. Also heute Abend 20 Uhr, dann nochmal 22 Uhr und morgen früh nochmal 8 bis 10 Uhr. Und dann geht's nach Hause. Ach, dann laufen wir uns ja morgen nochmal über den Weg. Bestimmt. Ich freue mich. Super. Sie denken dran, 20 Uhr geht's los mit der Sonderaktion. Kleiner Tipp von meiner Seite noch. Wenn Sie Dinge nicht verpassen wollen, laden Sie sich unsere AstroTV-App herunter. Da haben Sie uns quasi immer dabei in der Hosentasche. Wie, man kann sich jetzt schon anmelden? Achso, natürlich. Ja, das sagte ich gerade, man könnte sich jetzt schon einwählen in die 20-Uhr-Stunde. Nein, nein, okay. Man kann sich aber jetzt auch bei Questico zum Beispiel. Ja, wenn man sich jetzt noch das nutzt. Na, ja, das ist noch viel besser. Gar kein blöder Hinweis. Deswegen, Aber der Hinweis ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das heißt, Sie können sich auch jetzt bei unserem Partner Questico anmelden, könnten jetzt schon mal Ihr Gratisgespräch suchen und um 20 Uhr gleich mal den Christoph ausnutzen. Probieren, mich gratis zu erreichen. Ihn nämlich dann noch mal gratis zu erreichen. Ein Wahnsinnstag. Ein Wahnsinnstag. unter anderem auf unserer Questico-Seite finden Sie auch die Dame, die sich jetzt vorstellt. Vielen Dank. Dankeschön. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Die Stars in Gummistiefeln, die können Sie kennenlernen. Frank Gerdes, ehemals Journalist, hat dann Burnout bekommen, hat dann wieder seine Ruhe in der Gartenarbeit gefunden und aus seinem Hobby dann auch seinen neuen Beruf gemacht. Denn er hat die Stars in Gummistiefeln befragt, nämlich Menschen, die ebenfalls zur Ruhe kommen, zur Ruhe finden, wenn sie sich im Garten aufhalten. Sind lustige Geschichten dabei, die Gartentricks der Prominenten. Wenn Sie dieses Buch haben wollten, sollten Sie mitmachen bei unserer Verlosung. Die ist auch heute lösbar. Wir wollen nämlich wissen, jetzt komme ich erst wie ein Krebs- und Krabbenfischer. Ist Martin Krebs denn A, ein Krabbenfischer, oder ist er doch B, ein Schauspieler, Moderator und Entertainer unter den bekannten Telefonnummern wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz.
18 Jahre sollten Sie sein. Ein paar Minuten hat der Anrufbeantworter noch Zeit für Sie. Alles nachzulesen unter www.astrotv.de. Du bist ganz begeistert von dem Buch, ne? Ja, total. Also ich bin sowieso, ich lese viel und ja, da würde ich gerne mal reinlesen. Ja, sind lustige Geschichten dabei und geht auch hier wieder darum, dass, wie es Frank Gerdes ja selber passiert ist, ne? Bevor der große Burnout kommt, sollte man sich ab und zu mal ein bisschen entspannen, ein bisschen mal zur Ruhe kommen. Du, bei dir muss ich mir jetzt keine Sorgen machen vom größten Burnout, weil du natürlich auch deinen Job mit Leidenschaft, mit Lust und Liebe machst. Ne? Richtig, Erdung ist aber wahnsinnig wichtig. Also immer versuchen so mit Familie und allem drum und dran, das ist so dieser Mantel, der alles zusammenhält. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Aber schaffst du das überhaupt? Also mit Familie und allem drum und dran? Ich meine, jetzt bist du kommst eigentlich aus Hamburg, jetzt bist du gerade in Berlin bis Ende Juli, spielt genau. Hier nämlich im Estrell das schöne Tina Turner Stück. Danach geht es schon wieder auf Tournee weiter. Also du bist ja ständig irgendwie auch unterwegs. Im Dezember dazwischen ist dann noch eine Vorbereitung, sind wir jetzt gerade dran. Mit Jochen Kowalski, dem Countertenor, machen wir im August ein Stück Jeanne d'Arc, wo ich der Sprecher quasi bin in der Produktion, also auf der Bühne. Und das ist jetzt alles in Vorbereitung. Ist immer viel, aber ich finde so diese Erdung, da gehört eben Yoga und alles, was wir besprochen haben, schon dazu. Mhm. Und es ist, ja, auch mal einen Tee trinken und sich auf eine Terrasse setzen und entspannen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und man muss natürlich auch dafür gemacht sein. Ich glaube, es ist nicht für jedermann etwas, wirklich jetzt die nächsten Tage komplett aus dem Koffer zu leben, seine Familie eben nicht bei sich zu haben, in einer anderen Stadt als der Heimatstadt zu sein. Ja. Du bist aber ganz relaxed und sagst, nee, mir macht das sogar richtig Spaß, diese Zeit aus dem Koffer. Ich bin totaler Koffer-Fan. Also ich mag das, das Leben im Koffer und raus. Also ich mag das nicht um sonst dieser Zirkusdirektor, weil das ist ja auch so von Stadt zu Stadt, wie das ja Zirkusleben ja ist. Und ich mag das. Ich bin totaler Fan. Also ich habe so meine Rituale, ich habe meine Sachen dabei, die ich wichtig finde. Luftbefeuchter, so ein Vernebler, der so einen Farbwechsler in sich trägt und dann wird das erstmal aufgestellt und dann ist ein Wasserkocher für mich immer wahnsinnig wichtig, dass ich mir meinen Tee zusammen brauen kann und schönen grünen Tee morgens. Also ein bisschen Heimat will man dann doch auch absolut. Im Hotel natürlich auch haben. Natürlich, klar. Jetzt denkt man immer, Schauspieler, Entertainer, wenn man auf so einem Stück ist, wie sehen so deine Arbeitstage aus? Weil es ist ja nicht zu vergleichen mit so einem ganz normalen herkömmlichen Bürojob, einem 8-Stunden-Job, aber der sieht natürlich ein bisschen anders aus und eher ist nach hinten versetzt, oder? Absolut, klar, unsere Arbeit beginnt abends, also Show oder Gala oder Musical ist 20.30 Uhr meistens Showbeginn und da ist es natürlich, in dieser Zeit muss man, so wie im Bürojob, der 8 Stunden hat, da muss man in der Zeit 100% und wir müssen in 2 Stunden 100% geben. Denn sobald das Licht dann geht, das ist, hat oberste Priorität, das ist ganz, ganz klar und wichtig. Aber so gestaltet man sich eben, dass man dann vormittags, man muss eigentlich immer, als würde man, auch wenn man mal einen Tag nicht spielt, als würde man Abendshow haben, immer auf dem Punkt sein, finde ich wahnsinnig wichtig. Ja. Trainiert, Stimme, das kommt alles nicht, fällt einem vielleicht auch in Schoß, wenn man eine tolle Stimme hat, aber es ist Training, 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 Training. Ja. Also für mich wahnsinnig wichtig. Das heißt, man muss schon auch ein bisschen noch nebenbei was machen, man steht nicht nur auf der Bühne, sondern da gehört eben auch noch viel dazu. Richtig. Aber du machst auch nebenbei noch viele andere tolle Dinge und Projekte, unter anderem auch ein Projekt, auf das du gerne aufmerksam machen möchtest, denn gerade ihr Künstler, ihr setzt euch ja sehr oft auch ehrenamtlich für Wohltätigkeiten, für tolle Zwecke ein. Richtig, für mich ist es wahnsinnig wichtig, ich wurde angesprochen, für die Morbus Gaucher-Gesellschaft was zu machen. Morbus Gaucher ist eine Speichererkrankung. Da fehlt ein Enzym in der Leber, was nicht mehr gebildet wird. Und dann ist das Problem, wenn man häufig Nasenbluten hat. Man will auf keinen Fall jetzt die Leute, dass sie, ich habe häufig Nasenbluten und da könnte ja sowas sein. Kann auch manchmal eine ganz andere Ursache haben. Aber hier ist Nasenbluten, dass man sich müde fühlt und dass man manchmal Unwohlsein hat. Vielleicht so ein Zeichen für Morbus Gaucher. Und da sollte man dann auf jeden Fall den Arzt mal ansprechen. Und ich setze mich wahnsinnig stark dafür ein, weil ich es wichtig finde. Es sind meistens Kinder, die das schon haben, Säuglinge, und wo es nicht erkannt wird. Und die Lebenserwartung ist nicht wahnsinnig hoch. Dass man, wie bist du selber dazu gekommen, also dass du dich dafür so einsetzt? Ja, mich hat man angesprochen, und weil ich ja sowieso schon dieses Hospiz Ding in mir trage, wo ich sage, ich setze mich da wahnsinnig für ein, weil wir wissen nicht, was morgen kommt.
Und wir müssen im Hier und Jetzt Danke sagen. Und es ist toll, hier zu sein, jetzt in diesem Moment, hier bei dir, bei euch in dem Studio. Und wir wissen nicht, was morgen kommt. Mhm. Und das ist einfach für mich wahnsinnig wichtig. Und darum setze ich mich auch so ein, weil ich habe im Hospiz schon so viele, manche Momente erlebt, wo man sagt, man gibt den Menschen in dem Moment was. Ich kann ganz kurz, haben wir noch kurz dafür Zeit? Ja, ein bisschen geht noch. Ein Mann, der einfach 2 Jahre schon im Hospiz war und seine Töchter nicht mehr sehen wollte. Und es war Weihnachten und ich singe My Way, die deutsche Variante von Juke, so lebt dein Leben. Und dann klopft er an die Tür und wollte genau in das Zimmer, wo schon die ganzen Bewohner drin waren und hat... Große Krokodilstränen liefen runter und gab mir dann seine schweißnasse Hand. Kalt war die auch. Und dann, Dankeschön, jetzt möchte ich meine Töchter sehen. Und 3 Tage später, nach Heiligabend, war der Weg einfach beräumt von den ganzen Steinen, die da noch lagen. Und der hat gesagt, danke. Und ich finde es einfach wichtig. Wir können von Herzen viel machen. Wir müssen nur miteinander, und das finde ich heute so wichtig, wir sollten miteinander. Und das macht Insta, dass wir einfach auch, so wie wir jetzt hier sitzen, dass man sich kennenlernt und sagt, okay, miteinander. Und die Gesellschaft ist Gott sei Dank auch bereit, wieder mehr miteinander zu leben. Und gerade bei Instagram, finde ich, und das sage ich nicht zum ersten Mal, zeigt uns eine neue Generation, wie schön man auch miteinander umgehen kann. Facebook, finde ich, unsere Generation, also auch meine Generation, hat sich wirklich in so eine Hater-Plattform verwandelt, auf der ich gar nicht mehr so gerne bin, weil so schnell da geschossen wird und unflätige Worte gebraucht werden. Richtig. Bei Instagram kommt das sehr, sehr selten vor. Also mir ist es Gott sei Dank noch nie passiert, dass Menschen irgendwie bösartig miteinander waren, sondern es ist so eine schöne, angenehme Atmosphäre. Und das finde ich was ganz, ganz Tolles, wenn sich die Welt wieder dahin entwickeln wird. Ne? Richtig. Ist auch so ein Seelestreichen. Man schreibt mal einen Kommentar und es tut nicht weh. Man denkt aneinander, trotzdem man sich auch nicht kennt. Nein, aber irgendwie hat man trotzdem ein Gefühl, man würde sich kennen, was auch ein bisschen lustig ist. Finde ich ganz toll. Martin, wohin geht deine Reise? Also gibt es so Ziele? Als Schauspieler muss man ja schon auch ein bisschen planen, was man sonst noch so gerne machen möchte, wohin man will. Also auf jeden Fall Serie kommt noch. Da bin ich auf jeden Fall sehr offen für, und das will ich auch noch. Aber erstmal im Hier und Jetzt, das, was ich gerade mache, ist total toll. Also ich bin total happy. Und ja, und wo ich selbst privat noch mal hin möchte, ist Las Vegas. Weil die Stadt, die muss ich einmal in meinem Leben noch mal erleben. Das bedeutet Las Vegas als großer Künstler oder ganz normaler Privat. Und sich die großen Stars mal anzugucken. Einfach mal da zu sein. Ich glaube, das sind auch so Energien, die man mal mitnehmen muss. Und dann natürlich, was für mich wahnsinnig wichtig ist, dieses, was wir eben heute nicht mehr haben, Entertainer, Show, wo haben wir heute noch eine Samstagabendshow? Klar, wird immer gesagt, ach, das will doch keiner mehr sehen. Aber das, was die heile Welt noch mal mit sich brachte, was früher war, das brauchen wir wieder. Hm. Und da kann man auch nicht jeden x-beliebigen nehmen, weil man sollte dann wirklich jemanden nehmen, der das Herz den Leuten präsentiert und nicht irgendwie sich darstellt. Wichtig. Ich glaube, wir gehen in eine gute Phase. Wir gehen, glaube ich, auch in eine gute Zeit, wo wir uns schon auch wieder bewusst werden, dass es ein schönes Miteinander gibt und dass die heile Welt, die früher mal so ein bisschen belächelt worden ist als die Volksmusikhelden, dass das heutzutage schon auch jeder von uns ganz gut findet. Wenn es eben nicht nur rabaukig zugeht, sondern... Ja, wenn man so ist, wie man ist und eben auch mal die schönen Seiten des Lebens zu sehen hat. Deswegen machen wir jeden Tag eine Stunde leichteres Leben, um Ihnen zu zeigen, dass es eben viele schöne Dinge gibt, von denen man gar nicht so viel mitbekommt. Aber dann ist es gut, dass wir ab und zu mal darüber reden. Dass wir Menschen wie dich kennenlernen, Martin, der auch ein Vorbild ist, indem man sich einfach auch privat für Gutes einsetzt, aber bleib so, wie du bist. Tolle Stimme hast du so und so. Oh, und danke. Wenn Sie mal erleben wollen, denken Sie dran, im Moment für die Berliner, für die, die gerade vielleicht auch in Berlin Urlaub machen, im Estrell gibt es noch Karten, sollte man sich nicht entgehen lassen, denn da geht es um eine Show auch einer ganz, ganz großen Künstlerin, Tina Turner. Und wer sie noch nicht live gesehen hat, kann es zumindest hier fast tun. Bis zum 28.07. von Mittwoch bis Sonntag. Sehr gut. Jetzt wollen wir nochmal auf den Spruch des Tages gucken. Der echte Schauspieler ist überall Schauspieler, sogar auf der Bühne. Mhm. Ah ja. Oh, Regie sagt mir gerade, sie fanden ihn auch nur so lala, aber er hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Na, wir denken morgen nochmal über den anderen Spruch nach. Martin, vielen herzlichen Dank für den Besuch. You're simply the best. Das kann man sich alles wunderbar angucken hier in Berlin. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Danke Gabi, danke Christoph. Ist vorbei. Morgen wieder.
Servus. Vielen, vielen Dank. Wir machen noch einen Abschluss.